Ja, der Titel des Talks, Dinge, die man nicht mehr Git tun sollte. Punkt 8 wird euch vom Hocker hauen. genau, nein, ist natürlich kein Clickbait, vielleicht ein bisschen. Genau, ich erzähle euch, im Programmheft und sowas stand es auch bis vor kurzem noch ein bisschen anders drin. Ich glaube, dämliche Aktionen in Git-Repositories. Thema ist gleich, ich habe nur den Titel aus verschiedenen Gründen geändert. Kurze Frage, wer nutzt ganz überraschend Git? Wer hat davon wenig Ahnung? Wer denkt, er ist gut oder hat viel Ahnung? Oder sagen, und viel Ahnung? Da geht's raus. Oder da? Nee, da nicht, hier. Nee, also es ist jetzt nicht so, dass das jetzt unbedingt, wenn man das viel Ahnung hat, vieles ist, wenn man sich damit auskennt, ist das eigentlich offensichtlich, muss man jetzt nicht so viel, ist das dann nichts Besonderes. War schon mal jemand bei einem Git-Talk von mir, vor 2 Jahren zum Beispiel? Hey, ein paar Leute, okay, gut. Weil ein paar Sachen, die ich hier erwähne, hatte ich schon mal erwähnt, nur halt ein bisschen anders. Also nicht wundern, wenn sich da mal was doppelt. Genau. Ich würde euch sagen, setzt euch hin, aber es gibt nichts mehr. genau, kurz zu meiner Person. Mein Name ist Sujivan Vijayakumaran. Wo kommt dieser Person mit einem komischen Namen her? Nämlich aus der Ruhrmetropole Castrop-Rauxel. Und passt der komische Name, komischer Chatname. Ich bin Consultant und ich habe so ein Git-Buch geschrieben, mittlerweile in der 2. Auflage. Und dadurch, dass ich ein Buch geschrieben habe, mache ich häufiger mal so Git-Workshops oder muss Leuten erklären, wie Git funktioniert. Nicht nur einmal, sondern zweimal, sondern auch mal 10-mal. Teilweise immer dieselben Personen. Das macht das Ganze ein bisschen anstrengend. Und dann kam ich eben auf die Idee, mal hier was zu erzählen, was man so über die Jahre so lernt, wenn man halt so Workshops und sonst was macht. Das Ziel des Ganzen ist es, so anhand von praktischen Negativbeispielen zu erklären, wie Git genau funktioniert und halt diverse Sachen, so Do's und Don'ts eben zu zeigen, die für viele halt unbekannt sind. Da die meisten eher sagen, sie haben nicht so gute Ahnung, sollte wahrscheinlich vieles dabei sein, was neu ist und eigentlich will ich halt immer mal wieder was Neues erklären oder das Gleiche erklären, nur anders. Und da immer mal wieder die Räume voll sind, scheint Bedarf da zu sein. Genau. Sind alle fit in Git? Ja, also, es ist eigentlich ganz einfach. Die einen kennen das bestimmt. Ich lasse mal kurz ein paar Sekunden zum Lesen. So, ich glaube, da sind jetzt alle soweit durch. Genau, also wer hat schon mal so eine ähnliche Erklärung von irgendwen bekommen, dass es auch so toll einfach ist? Also ich muss auch melden und das habe ich auch früher mal bekommen. Ist auch schön, aber man versteht das recht nicht, wenn man gerade vor einem Problem sitzt, wo man es gerade lösen will. Und mein Problem aktuell ist immer, ich bin immer so der Typ, der auf dieser Git-TXT-Datei steht, weil die Leute fragen halt immer mich. Das ist auch der Nachteil, wenn man so ein Buch geschrieben hat, tut's nicht. Die Leute kommen ständig zu euch. Genau, also eben, das ist so immer so, das sieht schön aus, aber wenn man das anhand von Negativbeispielen darstellt, dann hat man vielleicht auch mal einen anderen Bezug dazu und kann es mal eben richtig verstehen, woran das Ganze liegt. Und der erste Punkt, den ich euch sage, sind Credentials. Das ist eigentlich relativ offensichtlich. Wer hat schon mal Credentials in Git-Repositories gefunden? Und bitte? Wer hat sie eingeschickt? Genau, wer hat sie eingeschickt? 10 mutige Leute. Genau. Ich denke, viele wissen das schon, zumindest wenn man sich die Reaktion anguckt. Credentials, wenn sie einmal drin sind, sind die in jeder Revision vorhanden. Das heißt, wenn man sie einmal da rausnimmt, hilft das nicht so viel, weil man kann ja noch die alten Revisionen angucken.
Ist klar, muss man halt das Passwort oder die Credentials ändern, wenn es geht. Wenn es nicht geht, ist es halt ein bisschen blöd. Dann muss man dann nämlich mal mit einem Filterbranch drangehen, um das Ganze zu entfernen. Also ich habe jetzt halt Credentials drin und ich möchte die raushaben in jeder Revision. Eine Funktion, womit das geht, ist Git-Filterbranch. Und mit Git-Filterbranch kann man eben diese ganzen Vorkommnisse eben rausnehmen. Und das funktioniert ganz grob so, dass ich die komplette Historie neu schreibe. Das heißt, jeder muss einmal neu klonen auch. Und in dem Beispiel ist es zum Beispiel, jetzt Git-Filterbranch mit dem Tui-Filter, Tui wegen Dateisystembaum. Und da haue ich dann zum Beispiel ein rm-rf-passwort.ini drauf auf head. Also head ist ja immer der Punkt, auf dem man sich gerade, der Commit, auf dem man sich gerade befindet. Und der geht dann halt einmal durch die ganze Historie durch und löscht diese Passwort-INI-Datei und aktualisiert dann automatisch das ganze Repository. Die ganze INI-Datei ist dann halt weg und jede Person muss das einmal neu klonen. Was dazu auch führt, man muss einen Force-Push verwenden, um das Ganze zu pushen, weil eben das komplette Historie geschrieben ist. Man kann auch vieles damit kaputt machen. Man sollte, redet mit den Leuten, falls ihr das mal tun müsst, weil alle müssen das einmal neu klonen. Besser ist es halt, wenn man einfach nur das Passwort ändern muss. Dann ist es einfacher, weil dann muss nicht jeder neu klonen und alles neu einrichten, dies, das. Was ich jetzt neulich mal hatte, da hat mich ein Kollege angeschrieben, gesagt, ich habe hier ein Credential drin, das möchte ich raushaben. Ich bin der Einzige, der das gemacht hat. Dann, das hat er auf GitLab gehostet, also in einem firmeninternen GitLab. Habe ich dann halt hier direkt mal einen Blogpost genau zu dem, was ich geschrieben habe, verlinkt. Und der hat das dann halt rausgehauen, hat es auf GitLab gepusht und dachte eigentlich, es wäre weg, aber es war halt immer noch da. Da gibt es manchmal dann auf diversen, bei GitLab zum Beispiel Housekeeping, damit er halt auch mal die Objekte rausholt, rausschmeißt, die halt nicht da sind. Wichtig, der macht halt die komplette Historie neu, muss man aufpassen mit. Kommen wir nämlich auch dazu, wann sollte man Filterbranch verwenden und wann nicht? Also ein unnötiges ist immer so ein bisschen schwierig. Und wie ich gerade gesagt habe, jeder Commit wurde angefasst. Der geht durch jeden Commit durch und verändert diesen. Und wenn er diesen verändert, kriegt er immer eine neue ID, und neue Historie. Also muss jeder neu klonen. Das ist vor allem nicht für Open-Source-Projekte geeignet, weil halt, wenn jeder da wieder neu klonen muss, dann ist das ganz ätzend. Dann gibt es noch den Force-Push bei der falschen Gelegenheit. Und das F steht bekanntlich für vorsichtig. Wer hat schon mal mitgekriegt, dass irgendwer was geforcepusht hat, was er nicht hätte forcepushen sollen? Es melden sich immer dieselben. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Genau, also ein Force-Push. Wann braucht man einen Force-Push? Also die meisten machen einfach Git Push irgendwas oder vergeht Push entsprechend und schiebt die Änderung halt drauf, weil man macht halt Git Commit, Git Push, fertig. Wenn man aber die Historie neu geschrieben hat, lokal, dann ist es halt mal so, da muss man es halt nochmal force pushen. Wenn ich in Repos bin, wo ich komplett alleine arbeite, ist mir das eigentlich egal, weil wenn ich dann auf verschiedenen Rechnern bin, aber die einzelne Person bin, dann weiß ich ja, was ich gemacht habe. Wenn ich mir selbst vertraue, ist nicht immer der Fall. Deswegen muss man immer noch aufpassen. Deswegen, man sollte das nur auf Board, also einige empfehlen dann halt immer so, liest man zum Beispiel häufig, ja, macht einen Force-Push nur dann oder wenn das noch gar nicht, also Force-Push nie machen oder sowas halt eben. Oder halt nur, wenn da kein anderer Zugriff drauf hat, theoretisch. Aber ich sage dann halt immer so, okay, auf privaten Forks von Repositories kann man das ruhig machen, weil da sollte man halt einfach angehen, so okay, da wird jetzt keiner drauf dependen. Also wenn jemand auf irgendwelche Branches dependet, dann sollte das abgesprochen sein und nicht irgendwie unabgesprochen sein. Das ist dann halt immer ungünstig. So, und wenn man darauf allein arbeitet, alles okay. Und wenn mehrere Personen dran arbeiten, ist es meistens nicht okay, außer man will Schläge von den anderen. Dann ist auch ein Fetisch, aber nicht meiner. Der nächste Punkt ist ganz große Commits. Wer nutzt regelmäßig Git Commit minus A? Oder sagen wir so, wer kennt jemanden, der Git Commit minus A verwendet? melden sich wieder die gleichen. Okay. Ich sag immer, niemand hat die Absicht, Git Commit minus A zu verwenden. Und zwar aus einem bestimmten Grund auch.
weil ihr wisst, ihr schaut meistens dann halt nicht nach, was ihr genau geändert habt und ihr wisst nicht, was ihr geändert habt. Das sind so zwei Dinge, weil einmal hatte ich dann irgendwas bei einem anderen Kollegen generiert, also ein Skript geschrieben, was irgendwie neue Dateien generiert und der hat dann halt eben eine Änderung gemacht, aber nicht geguckt, was alles geändert wurde. Und dadurch hat er halt plötzlich ganz viele Sachen ausgerollt auf irgendwelchen Systemen, die gar nicht ausgerollt werden sollten. Und dann gingen halt Sachen kaputt. Und hätte man vorher geguckt, dann ist das praktischer, wenn man es halt eben gesehen hat. Und der hat halt immer so wie, es gibt noch was anderes, was er Git Commit minus A und minus M dann entsprechend. Ja, gibt es, nutzt es. Also nutzt Git Commit minus A nicht, sondern, also wie ich immer vorgehe, ich mache immer Git Status, gucke, welche Dateien haben sich verändert, gucke mir mit Git Diff oder sowas noch oder halt in einem GUI-Programm dann entsprechend an, was denn für Veränderungen ich gemacht habe und schiebe die dann erst in einen Commit. Wenn ich nämlich nicht schaue, was ich da drin gemacht habe, weil manchmal liegt ja so in Sachen schon länger drin, dann kann ich auch keine ordentliche Commit-Message schreiben. Und dann ist das halt immer nachher ein bisschen schwierig. Deswegen allgemeiner Hinweis, Commits sollten relativ klein sein. Wenn man ein Und verwenden muss in einem Einzeiler, dann ist das immer so ein Indikator dafür, dass man, dass das halt schon zu viel in einem Commit ist. Manchmal geht es natürlich nicht, kommt immer darauf an. Aber ein Commit sollte immer eine Änderung sein. Damit leistet man, ist eigentlich dann klar, dass man dann halt versucht, nachvollziehbar zu sein. Weil wer hat jetzt schon mal irgendwelche Historien gehabt, wo er nicht verstanden hat, was die andere Person gemacht hat anhand der Commit-Message? Das sind mir zu wenige. Weil ich sage euch natürlich so, ja, hier schöne Commit-Messages und sonst was schreiben. Und meine letzten Commits in dem Repo, wo die Slides sind, heißen More Slides. Gut, ist jetzt natürlich immer nur so 5, 6 Commits und dann ist alles okay. Aber wenn man so in richtigen Softwareprojekten ist, ist Git Bisect praktisch und Git Blame praktisch. Wer kennt Git Bisect? Gut, so die Hälfte. Genau, Git Bisect ist ein Tool, womit man eine binäre Suche über die Historie machen kann, um Fehler zu finden. Und zwar hat man dann vielleicht Version 1 hat einen Fehler, Version 2 hat Version 1 hat keinen Fehler, Version 2 hat ein bisschen einen Fehler drin. Man hat aber nach dem Debuggen oder sowas nicht gefunden, woran das liegt. Also sucht man den Commit, wo die Änderung drin ist, die was kaputt gemacht hat. Wenn man das vor allem mit dem Unit-Test testen kann. Und dann geht, kann man halt mit Git Bisect dann entsprechend sagen, geh mir bitte zwischen diesen beiden Versionen alle Commits durch als binäre Suche, um herauszufinden, wo der Commit drin ist, wo der Fehler drin ist. Und ich hatte, glaube ich, das gleiche Ding vor 2 Jahren nämlich auch schon mal erwähnt. Und da hatte ich dann gesagt, ja, das ist halt irgendwie, das nutzt man viel selten. Und ich glaube, du warst das. Hast du das, dass du das täglich verwendest, um das entsprechend, um Fehler herauszufinden und direkt zu reverten? Weil was ich dann nämlich mache, ist dann halt, wenn ich es mal brauche, dass ich dann halt den Commit sehe. Okay, da ist jetzt eine Änderung drin. Die Commit-Message heißt dann irgendwie fixed everything und letztendlich ging es dann halt da kaputt. Und es ist halt so eine Änderung drin und das ist halt immer was, was er nicht haben möchte. Und dann gucke ich mit Git Blame auf die Zeile, wer hat denn das überhaupt gemacht und sehe, das war ich, immer eine schlechte Idee. Und entsprechend auch mein Hinweis immer, Git Status auszuführen. Vor allem, weil Git Status immer vor allem halt für die Einsteiger, aber ich nutze, also gut, ich bin kein Einsteiger mehr, aber ich tippe trotzdem immer Git Status ein, weil ich immer wissen will, in welchem Status befinde ich mich gerade, welche Dateien habe ich geändert oder bin ich in einem Rebase oder in einem Merge oder Merge-Konflikt, weil das hilft schon das Ganze. Und entsprechend mit Git Diff entsprechend zu so zeigen, was habe ich denn da geändert. Moment. Wer kennt Git Add-P? Ah, relativ wenige. Git Add-P ist ein tolles Feature, das kann ich mal vorführen. Das hatte ich. Bitte? Also ich. Bitte? Ja, ich muss erst noch meinen Ordner finden, dann. Gehe ich mal hier rein. Moment, wo gehe ich rein? Genau, mache ich mal hier. Hallo. Und hier Hallo 2.
Wenn ich jetzt ein Git Status mache, sehe ich entsprechend in der Main-Datei hat sich was verändert. Wenn ich ein Git Diff mache, sehe ich zwei Änderungen, die ich gemacht habe. Und ich möchte aber beide Änderungen in einzelnen Commits haben. Wenn ich Git Commit-A mache, schmeiße halt alles rein. Habe ich ja gerade erklärt, möchte man nicht. Mit Git Add-P kann man einzelne Änderungen aus derselben Datei in einen Commit hinzufügen, um das eben einzelnen Commits zu haben. Weil jetzt sehe ich halt die eine Änderung, hallo, falsch geschrieben. Und ich sehe jetzt ganz viele Buchstaben. Also ich glaube, das kann man nicht so gut erkennen, oder? Ja, das ist hier halt so ein Blau. Also es kommen diverse Buchstaben. Ups. Wo man da angeben kann, was soll ich jetzt mit dieser Änderung machen? Und zwar kann ich die stagen, also im Staging-Bereich hinzufügen, kann sie halt ignorieren oder halt eben weglassen oder sonst was. Ich mache jetzt halt eben Y für Ja. Und dann kommt die zweite Änderung, da sage ich Nein, weil ich die in einem einzelnen weiteren Commit haben möchte. Und wenn ich jetzt Git Status ausführe, sehe ich jetzt einmal, dass ich die gleiche Datei einmal zum Commit vorgemerkt habe, also im Staging-Bereich habe, als auch, dass sie weiterhin geändert ist. Und wenn ich jetzt nochmal ein Git Diff mache, sehe ich dann nur noch die eine Änderung. Also da kann man ziemlich gut aufteilen, also einzelne Änderungen innerhalb von einer Datei relativ einfach aufteilen. Das kann jeder mal ausprobieren, also nicht jetzt, um das dann Ganze eben umzusetzen. Und das Ganze macht es dann halt entsprechend schöner, um eine einfache Historie zu haben, wenn man halt viel innerhalb von einer Datei macht. Und dann halt entsprechend eine ordentliche Commit-Message. Wenn man nicht Git Commit-M verwendet, dann auch Git Commit, damit sich der Editor öffnet. Meistens halt irgendwie Vim, um dann eben seine Commit-Message ordentlich reinzuschreiben. Damit kommen wir dann nämlich auch zu den unlesbaren Commit-Messages. Und wer hat schon mal solche Commit-Messages gefunden? Was ist mit dem Rest? Ja, die nächste Frage ist nämlich, wer hat nämlich schon mal selbst so eine Commit-Message geschrieben? Ich muss mich auch melden. Genau. Zu so einem Thema wie Commits und Commit-Messages auszusehen haben, habe ich einen eigenen Vortrag gewidmet. Kann man sich, ja, das war in diesem Jahr bei den Chemnitzer Linux-Tagen, kann man sich auch angucken, wenn man noch mehr lernen möchte. Da gehe ich genau das eben durch, was man eben tun sollte, worauf man achten sollte, was Positivbeispiele sind, was Negativbeispiele sind, um ordentliche Commits und Commit-Messages zu haben. Und vor allem so Leuten, die immer nur ganz schlimme Sachen schreiben, die man nicht verstehen kann, für allen für die ist das halt hilfreich. Genau, ich muss das jedes Mal, wenn ich irgendwie ein neues Team bei einem neuen Kunden oder sonst was hinkomme, mach mal bitte ordentliche Commit-Messages. Ich verstehe nicht, was du da getan hast, warum du das getan hast und ob du überhaupt verstanden hast, was du da tust. Weil wenn man das in einer Commit-Message nicht erklären kann, was man getan hat, dann ist das schon ein guter Indikator, ich habe das nicht verstanden. Und das ist meist ein schlechter Indikator. Also, genau. Der nächste Punkt ist Binärdateien, dann fangen schon die ersten an zu lachen. Wer hat schon mal irgendwie so ein Repository geklont, was viel zu groß war? Also mehr als die Hälfte. Genau. Also Git, warum? Also Binärdateien sollte man nicht in Git-Repositories speichern, zumindest nicht einfach so. Und ich erkläre euch jetzt halt, warum. Git speichert Dateien immer komplett vollständig, der komprimiert diese Dateien und speichert die entsprechend im Repository. Wie ihr das halt eben schon gelernt habt, das ist halt Git ist ja ein verteiltes Repository, also Versionskontrolle, wo die ganze Historie drin ist. Das heißt, jede Binärdatei, die aktualisiert wurde, ist dann entsprechend da drin. Und je größer das ist, je mehr Versionen von einer Binärdatei da drin ist, desto größer wird das Ganze. 100 MB Binärdatei, wenn man die 10-mal anfasst, könnt ihr selbst ausrechnen, wird sehr schnell sehr groß. Kann auch mit Textdateien funktionieren, wenn man die zu oft macht, aber das ist mehr unwahrscheinlich. Aber kommen wir gleich noch was zu. Und zwar funktioniert das jetzt nämlich so, wenn ihr also intern, da kommen wir jetzt wieder auf das XKCD vom Anfang hin. Ich zeige das jetzt mal eben andersrum. Wenn wir jetzt einen Commit haben, also den ersten Commit haben und da irgendwie vier Dateien reinschmeißen, ist das erstmal Version 1 bei allen Dateien.
Soweit klar, weil die müssen ja einmal hinzugefügt werden und dann sind sie halt da. So, im zweiten Commit haben wir aber nur Datei 1 aktualisiert. Genau. Entsprechend habe ich jetzt hier auch entsprechend stehen, Version 2 von Datei 1 und die Rest ist auf Version 1 geblieben. Der kennt die Dateien ja schon, also muss er die nicht doppelt abspeichern. Und deswegen ist halt nur eine Datei dazugekommen. Und wenn ich jetzt in den dritten Commit dann nochmal Version 2 und 4 anfasse, dann werden die halt aktualisiert und abgespeichert, aber nicht unbedingt die alten Dateien, die anderen Dateien, weil die wurden ja nicht angefasst. Soweit so logisch. Es werden keine Dateien doppelt gespeichert, wenn man Commit macht. Und das geht relativ intelligent. Das Problem ist halt eben, wenn man halt eben ganz viele Sachen, ganz viele Binärdateien reinschmeißt. Es gibt eine Lösung, es geht LFS. LFS für Large File Storage, glaube ich. Persönlich habe ich das noch nicht produktiv verwendet, hatte ich noch keinen Ansatzzweck zu gehabt. Damit kann man halt auch Binärdateien verwalten, ohne dass jede Revision dann eben im Repository drin ist. Und genau. Wie das Ganze noch intern genau abläuft, kommt gleich noch ein Stück. Und jetzt so ein Ding, das fand ich echt spannend, als ich das gehört habe, weil ich wusste da selbst erstmal nicht. Viel zu viele Dateien und Verzeichnisse innerhalb eines Repositories. Und für die meisten ist es relativ irrelevant, aber es gibt ein gewisses, sehr großes Git-Repository, was wahrscheinlich das größte Git-Repository ist auf der Welt. So wurde es zumindest angekündigt. Und das ist so groß, dass es halt diverse Einschränkungen hat. Und zwar hat es 3,5 Millionen Dateien drin. Es hat ein 300 Gigabyte Repository. Und also mit allen Versionsständen und sowas. Und es hat 4000 tägliche Nutzer. Und jetzt kommt, wer das nutzt. Und Spoiler. Genau, also wenn man das so vergleicht, also das ist halt das Windows, also Windows als Betriebssystem, da ist es ja halt nicht nur die Hardware-Unterstützung da, sondern auch diese ganze GUI-Sache. Und es ist halt sehr alt, entsprechend ist es auch sehr groß. Und die sind halt irgendwann dann vor ein paar Jahren auf Git umgeschwenkt und hatten dann solche Probleme, weil Git halt gar nicht darauf designt ist, auf so riesen Projekte. Das Problem dabei ist, oder was daraus resultiert ist, ist. Ihr geht zum falschen Moment. Also es gibt einen Talk von der Konferenz namens Git Merge. Das ist der Konferenztitel, ganz komischer Name, kann man nicht googeln. Da war halt einer von Microsoft da und hat dann erzählt, wie sie auf Git migriert sind und was für Probleme sie da hatten. Und der hat dann gesagt, ein Git-Clone dauert 12 Stunden, wenn es funktioniert. Und ich dachte, warum, wenn es funktioniert? Weil der muss doch nur Daten runterladen und gut ist. Ist aber nicht so. Also nicht ausschließlich. So ein Git-Checkout dauert halt 3 Stunden. Git-Status, was ich halt ja vorhin schon erwähnt habe, dass sie das ständig ausführen, dauert 8 Minuten. Und so ein Commit dauert halt 30 Minuten. Kann man gut mitarbeiten, da macht man halt, wenn man dann wieder 5 Commits machen soll, dann ist schon der halbe Arbeitstag rum. Ist auch gut. Und ich erkläre jetzt mal, woran das liegt. Und zwar in dem Punkt Git-Verzeichnis ist halt das komplette Repository drin. Das wissen wahrscheinlich viele oder haben das schon mal gesehen. Da ist halt das Punkt Git-Verzeichnis. Wenn man das Punkt Git-Verzeichnis weglöscht, dann sind halt alle Daten weg und die ganze Historie ist weg und plötzlich ist alles ganz klein. Sollte man dann entsprechend natürlich nicht löschen, außer man möchte jetzt das neu klonen. Und es gibt genau drei verschiedene Objekttypen, nämlich ein Commit, ein Tree und ein Blob. Was das genau ist, kommt jetzt. Und zwar, angenommen, ihr habt einen Commit, genau einen Commit mit dieser ID, die da oben steht. Wenn man jetzt reinguckt, was steht in diesem Commit drin, steht da eigentlich nur erstmal nur, also, nee, Moment, ich muss noch vorne anfangen. Ihr habt genau einen Commit und eine Datei. Die Datei heißt 1. Ihr habt einen Commit, wo diese Datei drin ist. Und wenn man dann in diesen Commit reinschaut, dann sieht man ein sogenanntes Tree-Objekt. Und wenn man in dieses Tree-Objekt reinguckt, dann hat man einen Blob. Und ein Blob ist halt eine Datei. Und da drin ist dann der Inhalt der Datei drin.
So, was ist jetzt genau so ein, was ein Commit ist, ist wahrscheinlich, ist ja den meisten sollte es klar sein. Da ist halt diese Änderung enthalten, wo dann Commit-Message und die Commit-ID und Autoreninformationen drin steht. Spannender ist jetzt, was jetzt so ein Tree-Objekt ist. Tree sind wir jetzt wieder bei dem Dateisystem, was ja auch wieder so ein Tree ist. Da steht quasi drin, welche Dateien bzw. Ordner haben wir. Wir haben jetzt erstmal nur einen Ordner mit einer Datei drin. Also haben wir, wenn wir in dieses Tree-Objekt reingucken, steht genau eine Datei drin, nämlich ein Blob drin mit C58 irgendwas. Und wenn man in diesen Blob reinguckt, dann kommt man an den Inhalt der Datei. Wenn man jetzt einen zweiten Commit macht und eine zweite Datei hinzufügt, dann guckt man, kann man wieder in das Commit reingucken. Da hat man wieder ein Tree-Objekt, wo dann halt eben der Projektverzeichnis eben dann ist. Und da wir jetzt zwei Dateien haben, sind innerhalb dieser Dateien zwei Blobs drin. Und wenn man dann reinguckt, dann sieht man, okay, die alte ID von dem Blob ist halt wie von vorher, weil die haben wir ja nicht verändert. Und die neue Datei ist halt entsprechend da zusätzlich drin. Also haben wir in diesem Eintrag zwei. Kommen wir jetzt nochmal auf das Windows-Problem zurück. Wenn wir jetzt 3,5 Millionen Dateien haben, dann haben wir in so einem Tree-Objekt erstmal Tausende von Ordnern und Dateien. Und der muss dann halt rekursiv für jedes Tree-Objekt nachgucken, was ist denn da alles drin. Und bei 3,5 Dateien versucht halt jedes Mal zu gucken, hat sich diese Datei verändert. Bei einem Git-Status guckt er ja entsprechend, hat sich die Datei verändert. Wenn ja, was? Das dauert, wenn man ganz viele Dateien drin hat. Weil ist klar, es ist wahrscheinlich nachvollziehbar. Je länger so eine Datei ist, wo er dann nachgucken muss, desto weiter kann es dauern. Ich glaube, die wenigsten haben hier 3,5 Millionen Dateien in einem Repository drin. Von daher werden sie nicht auf das Problem stoßen. Der Vortrag dazu, den der von Microsoft gemacht hat, war durchaus interessant, aus technischer Sicht natürlich. In Praxis hat man das Problem halt eher nicht. Aber um das eben zu verstehen, warum das Ganze so lange dauert, ist es halt wichtig zu verstehen, wie das Ganze abspeichert. Weil auch bei einem Git-Clone versucht er dann, komprimiert er noch und versucht dann noch zu gucken, sind die Dateien, die gerade runtergeladen wurden, sind auch korrekt, also nicht irgendwie kaputt. Und da musst du halt auch ganz viel checken und sonst was. Und bei kleinen Repos ist es relativ einfach, bei so riesen Repos halt nicht mehr so einfach. Deswegen bricht das ab und sonst was. Und wenn man das dann mit so einem Linux-Kernel vergleicht, das sind, glaube ich, unter 1 GB ist das Repository groß, hat halt keine GUI-Elemente, kein Nix drin, sondern halt nur die Kernel-Unterstützung halt eben. Und kann man halt nicht so gut, und dafür wurde es ja auch initial geschrieben, also Git wurde ja dafür geschrieben. Und dafür funktioniert es halt gut, aber für da kommt man halt eben an solche Grenzen. Und da gibt es dann halt auch so eine Lösung für. Da haben sie sich das Virtual File System for Git ausgedacht. Das braucht man jetzt als Normalsterblicher eher wahrscheinlich nicht, außer hier arbeitet jemand an Windows. Und was das halt macht, ist, es lädt halt diese Git-Files, die liegen on demand. Dadurch braucht man halt letztendlich wieder Internet komplett. Man kann nicht, ist es halt. Man hat die komplette Historie nicht mehr auf seinem kompletten Rechner. Sie hatten auch mal versucht, das mit Git Submodules zu lösen. Wer mag Git Submodules? Ja. Oder wer mag sie nicht? Ich kann beide Seiten verstehen. Es gibt manche Use Cases, wo Submodules relativ einfach oder sinnvoll zu nutzen sind. Und je häufiger so ein Submodule geupdatet werden muss, desto anstrengender wird das Ganze. Das haben die bei Windows wohl auch versucht zu machen, haben sie dann aber halt nicht gemacht, weil sie halt sehr viel zwischen ganz verschiedenen Ecken des Source-Codes halt refactoren mussten. Und dann hätten sie irgendwie 10 Merges machen müssen in 10 verschiedenen Repositories, die alle gleichzeitig passieren müssen. Und das ist wohl ziemlich kompliziert. Kann ich auch nachvollziehen, dass man dann irgendwas Eigenes erfinden musste letztendlich. Das zeigt aber halt ein bisschen, Git löst nicht alle Probleme, aber sehr spezielle Probleme halt eben, die diverse Großfirmen dann halt haben. Der nächste Punkt ist, Git GUI-Tools vertrauen. Und ich meine jetzt explizit vertrauen. Werden jetzt regelmäßig Git GUI-Tools? Hat doch nur so wenige. Also ich selbst nutze kaum GUI-Tools, weil ich die meisten irgendwie nervig finde. Und zwar, und ich muss halt ständig Git irgendwie Leuten erklären, mach mal Workshops oder dies und das. Und Git ist letztendlich ein Kommandozeilentool, dafür wird es geschrieben und diese GUIs sind halt immer nur irgendwelche Aufsätze da drauf. Und die sind vor allem für Anfänger halt verwirrend. Ich würde Anfängern nie empfehlen, mit einem GUI-Programm anzufangen, weil
weil das halt eben irgendwie versucht, halt die Git-Commands auf der Kommandozeile abzubilden, was halt irgendwie nie ganz so gut funktioniert, wie man sich das wünscht. Klar, es gibt GUI-Tools, die irgendwie gut sind oder nicht ganz so schlimm sind, aber letztendlich gucke ich mal, welches nervt am wenigsten. Und es sind halt auch eben nicht alle Funktionen mit drin. Und warum sage ich nicht vertrauen? Es gibt zum Beispiel ein Visual Studio Code, vielleicht verwendet das hier einer, gibt es so einen Sync-Button in Git, im Git-Bezug. Und da kam mein alter Chef, fragt dann so, hier ist so ein Sync-Button, da kann ich doch drücken, um das alles zu aktualisieren, oder? Keine Ahnung, was das tut, weil es gibt keinen Sync-Button, es gibt kein Git-Sync-Kommando. Deshalb weiß ich nicht, was es tut. Es kann einen Pull machen, es kann Pull-Rebase, einen Pull irgendwas machen, es kann noch irgendwas pushen, keine Ahnung. Steht da halt nicht dran. Genau, vielleicht tut es auch ein Git Push Force auf dem Master, genau. Oder halt so ein paar andere Sachen, wie es einen interaktiven Rebase funktioniert halt dann auch nicht so ganz, weil das gar nicht erst umsetzbar ist in der GUI. Wer kennt einen interaktiven Rebase nicht? Nicht. Ah, sind da schon die Hälfte. Also mit einem interaktiven Rebase kann man die Historie von einem Projekt verändern. Zum Beispiel die Reihenfolge von Commits verändern. Wenn man zum Beispiel Test-Driven Development macht, sollte man ja eigentlich immer die Tests schreiben und dann die Implementierung. Wenn man das andersrum macht, kann man das einmal kurz drehen. Bitte? Hat einen den Nachteil, dass man dann halt eben sieht, dass die Reihenfolge zwar andersrum ist, aber das Datum ist noch gleich. Also das müsste man dann auch nochmal aktualisieren. Genau, das wollte ich nämlich auch gerade noch sagen. Eine Git-Historie, wichtig dazu auch, eine Git-Historie hat nicht unbedingt immer einen zeitlichen Ablauf, sondern einen logischen Ablauf, eben wegen interaktiven Rebase, wo man die Reihenfolge verändern kann. Da gilt das Gleiche wie mit dem Git Push minus Force. Man sollte das nur so auf Branches machen, auf denen man selbst nur selbst drauf arbeitet und nicht auf irgendwelchen anderen Branches. Und kann man auch noch so Sachen machen, ist, ich habe, also manchmal schreibt man ja irgendwelche Funktionen, die haben dann einen Tippfehler im Funktionsnamen drin, habe ich aber erst 5 Commits später gemerkt, dass da ein Fehler drin ist. Wenn ich das auch korrigieren will, man kann ich entweder einen neuen Commit machen, der das korrigiert, was aber ein bisschen blöd ist, weil eigentlich will ich das ja an der richtigen Stelle korrigieren. Da kann ich halt auch einen Fix-Up machen, sodass ich sagen kann, korrigiere mal bitte, pack diesen Commit, den ich hier gemacht habe, am Ende zu dem Commit, zu dem früheren Commit da drauf und zieht die dann halt zusammen. Und das geht alles mit Git Rebase minus I, könnt ihr euch mal reinlesen, ist recht hilfreich, vor allem wenn man häufig in Feature Branches arbeitet. Wenn man nicht in Feature Branches arbeitet, dann ist das meistens nicht so hilfreich, außer vorm Push. Das nächste Punkt ist mein Lieblingsthema, nämlich Git auf Deutsch. Ja. Gibt einen ganz einfachen Punkt. Git ist ja, heißt ja, ist ja das englische Wort für Blödmann oder Idiot oder sowas. Linus Torvalds, der Git entwickelt hat, hat ja selbst gesagt, er hat seine Projekte nach sich selbst genannt. Erst Linux und dann Git. Und entsprechend nutzt bloß nicht Git auf Deutsch. Und zwar, wenn man Git GUI zum Beispiel verwendet, das hat eine ganz schreckliche Übersetzung. Da hat man zum Beispiel letzte nachbessern, das ist, glaube ich, wenn man den letzten Commit nachträglich verändern möchte, was als Command git commit minus minus amend ist. Gut, neuladen ist soweit okay. Zum Eintragen bereitstellen. Stagen habe ich jetzt auch schon gehört. Geänderte Dateien bereitstellen ist wahrscheinlich das, was ich nämlich vorhin gesagt habe, sollte man nicht tun, nämlich git add minus a, also alles zum Staging-Bereich hinzufügen. Und aus der Bereitstellung herausnehmen ist dann wahrscheinlich einmal umgedreht, also aus dem Staging-Bereich rausnehmen. Gut, Änderungen verwerfen, weniger Zeilen, gut. Abzeichnen ist ein Sign-off. Und eintragen ist Commit. Ich weiß nicht, wer das so gemacht hat. Achso, und da oben sieht man noch im Menü, zusammenführen ist ein Merge. Zweig ist noch das Wort, was man am ehesten im Sprachgebrauch noch nutzt für Branch.
Aber das war's dann eigentlich ja auch schon. Ich nutze Git GUI immer auf Englisch, wenn überhaupt. Und da sieht man dann auch sprechen, da sieht es schon deutlich besser aus. Ne? Rescan Stage to Commit, Stage Changed File to Commit, Sign off Commit, da sieht es dann auch alles ordentlich aus. Und dann gibt es noch ein schönes Git-Repository, das heißt Git auf Deutsch. Und da stehen halt so Sachen drin. Also ich meine, klar, so ein paar Wörter kennt man dann halt so, Git. Pull oder pullen, pull das mal, push das mal, merge das mal, rebase das mal oder mach einen Branch draus oder sowas oder committen. Und da haben sich Leute den Spaß gemacht, das entsprechend zu extra zu veralbern und zu übersetzen. So ist ein Fetch ein Holen, ein Branch ist abzweigen, Commit ist übergeben, ein Merge ist vereinigen. Das ist nämlich auch mal so witzig, weil da mit einem Arbeitskollegen darüber unterhalten, ja, hier, lass mal dies oder jenes mergen. Da kam die Arbeitskollegin aus dem Sekretariat vorbei. Was ist eigentlich dieses Mergen, von dem ihr redet? Er sagt ganz einfach so: Ja, guck doch halt ins Wörterbuch. So, guckt rein, sich vereinigen. Danach war es ihr Lieblingsbefehl. Mergt ihr wieder? Genau. Und dann kann man auch noch in diesem Repository, also ich habe es mir ja nicht selbst ausgedacht, das ist ja dieses Repository, stehen auch Aliases drin, um irgendwelche Sachen zu setzen, um es auf Deutsch zu verwenden. Will man natürlich nicht. Da kommen aber so Sachen raus wie Gabeln Sie auf Deppendrehkreuz. Das ist dann halt ein Fork auf GitHub. Der hat gedauert. Das nächste ist, nein, drücke das gleich zum Meister im Ursprung. Also push das direkt zum Master im Origin. Und das nächste ist, mach ein Zielbegehren, wenn du mit der Vereinigung fertig bist. Also, damit war jetzt natürlich viel mehr Humor, aber nutzt nicht Git auf Deutsch. Das ist schrecklich. Wobei ich sagen muss, Git auf der Kommandozeile habe ich auch auf Deutsch stehen, aber die haben diese ganzen Fachbegriffe nicht übersetzt. Eine Anekdote, die ich dazu auch noch erzählen kann, ist, ich habe mal, nutzt ihr, Jenkins nutzen wahrscheinlich einige, oder? Da gibt es ja diese Blue Ocean Oberfläche, die recht neu ist und ich hatte die schon relativ früh dann da bei der alten Arbeit da installiert und genutzt und plötzlich habe ich gemerkt, die hatten eine Übersetzung für diverse Sachen drin. Da war dann ein Pull-Request, war eine Integrationsanfrage. Ein Branch hätte ich jetzt erwartet als Zweig, aber nee, das war ein Ableger. Und ich habe dann bin dann halt hingegangen, habe die Übersetzung gesucht, weil das ging gar nicht. Und ein Bild, also Bild wie ne, war eine Ausführung. Und dann bin ich halt hingegangen und habe ein Zielbegehren aufgebracht in dem GitHub-Repository, um die Änderung halt auf Englisch wieder zurückzudrehen. Und dadurch hat sich eine relativ lustige Diskussion entwickelt, weil ich war dann halt der von extern und dann war halt einer vom internen Projekt, der das halt entsprechend, der ganz stolz war, das so zu übersetzt zu haben. Und noch einer ebenfalls vom Jenkins-Projekt, der gesagt hat, das ist total bekloppt, nimm den Merge-Request an. Und da kam dann plötzlich so eine Diskussion, ist ja, aber wir müssen ja die deutsche Sprache beibehalten, dies, das. Weil dann würden ja Leute im 18. Jahrhundert was verstehen, wovon man redet. Und dann war da nur noch so ein Australier, der gesagt hat, ja, ich habe ein schönes Bild davon, wie Deutsche im 18. Jahrhundert über Pull-Requests reden. Und ja, ich saß dann da und ich musste lachen aufgrund der Aussage und weinen wegen der anderen Person. Aber es wurde dann angenommen, also ist alles gut gegangen. Kann hier jemand Sächsisch? Ich mach's mal nicht nach, ich kann's nicht. Gibt es auch noch was, und ich glaube, auf Saarländisch gibt es auch noch mal so eine Liste. Kann man sich mal so ein Repository, ist eine Lara-Stätte oder sowas. Genau. Alles kaputt? Wer hat schon mal das Repository einmal gelöscht und neu geklont? Gut, auch irgendwie ein Dreiviertel oder sowas. Also, ich muss mich auch melden. Früher. Ich war noch jung und unerfahren. Genau, das ist halt auch immer so eine Sache, wo es halt immer ein bisschen blöd ist, das zu machen, weil meistens ist es halt so irgendwie, ihr wisst selbst nicht mehr, was ihr getan habt. Es hilft halt gegen, ich habe nichts getan. Vor allem halt, wenn man,
Oder wer kennt es, wenn jemand anderes fragt, ich habe was kaputt gemacht, kannst du mal gucken? Weil das erste, das kriege ich ja eben, weil ich halt eben diese so Workshops und sowas mache, eben auch häufig mit, wo ich dann halt eben gucke, was hat die Person jetzt gemacht, weil das, was sie sagt, getan zu haben und was die Wirklichkeit ist, liegt meilenweit auseinander. Getrefflog zeigt dann entsprechend an, was die Änderungen sind, die man gemacht hat im Repository. Und da kann man also verlorene Commits halt wieder zurückholen oder halt, weil man Emerges sieht, Rebases sieht, Commits sieht. Und sonst was. Und mit Getrefflog sieht man dann relativ schnell, okay, da ist noch was drin. Und wenn man das einmal neu klont, dann muss man die Config wieder einstellen, gegebenenfalls, und alle Remotes einstellen. Das ist relativ viel Aufwand. Und ich bin immer der Fan davon, man soll schon wissen, was man für ein Tool nutzt und wie das funktioniert. Und nicht immer alles wegschmeißen. Das macht man ja mit anderen Sachen ja auch nicht. Gut, einige schon, aber genau. Die nächste blöde Idee ist, bezahlen bei Ransomware-Angriffen auf Git-Repositories. Das war vor ein paar Monaten in den News. Und zwar hatten dann irgendwelche auf irgendwelche GitHub und GitLab Credentials sind halt irgendwie verloren gegangen und dann haben sie halt das Repository gelöscht und dann halt irgendwie hingepackt von wegen so, ja, hier, bezahlt mir Geld und dann kriegt ihr euren Code wieder. Nur das Git ist ein verteiltes Versionsverwaltungsprogramm. Wenn es nur um den Code geht, dann kann man neu pushen, genau mit diesem Befehl. Und dann ist halt alles wieder da. Klar, es ist, man sollte trotzdem noch mal überprüfen. Wenn es jetzt ein Closed-Source-Repository ist, ist es doch mal was anderes. Aber bezahlen? Nee, muss man nicht. Genau. Was auch immer ätzend ist, hat jemand schon mal? Gut. Ja, okay. Hat man gehört, Carriage Return Linefeed und Linefeed am Zeilenende mischen. Ich hatte damit auch viel Spaß mit diversen Leuten. Und zwar, was man nämlich einstellen kann, um das Ganze zu verhindern, ist diese Config, die lokale Config anzupassen bei den entsprechenden Personen, die das tun, also den Windows-Nutzern ja wahrscheinlich, dass man das dann das automatisch umwandelt. Also worum geht es eigentlich? Zeilenende vom von jeder Zeile einer Datei ist halt unter Windows und Linux ja getrennt oder anders. Und wenn die falsche Config gesetzt ist, je nachdem, wo man dann auf welchem System man ist, wird das halt gemischt und das will man eigentlich nicht. Und man kann es automatisch umwandeln beim Check-in und beim Check-out. Und das kann man halt entsprechend setzen, lokal. Das Problem ist, es ist lokal. Die meisten haben das nicht gesetzt oder sowas. Und dann passiert das immer mal wieder. Was ich mal hatte, ist vor ein paar Jahren bei einem Uni-Projekt, dann hatte einer halt mehrere Sachen gemacht, die ich hier erwähnt habe, soll man nicht tun, nämlich git commit-a verwendet, nicht irgendeine komische Commit-Message reingeschrieben und wenn ich dann geguckt habe, was hat er in der Datei gemacht, da sind alle Linebreaks kaputt gegangen, weil die einmal neu geschrieben worden sind von seiner IDE und plötzlich war alles kaputt. Dann hat eine Sache geholfen, nämlich man kann in jedem Repository eine Git-Attributes-Datei anlegen, mit dem Inhalt Sternchen Text gleich Auto. Damit stellt er das automatisch auf den entsprechenden Betriebssystem richtig um. Und das kann dann helfen und danach hatte ich keine Probleme mehr. Außer jemand macht es extra kaputt. Und nur die meisten sind dafür zu unfähig, von daher. Ja. Nee, nur Textdateien. Also die Frage war, ob da auch JPEGs und sonst was umstellt. Nee, das sind nur Textdateien, deswegen Text, gleich Auto. Und der stellt nur bei veränderten Dateien das um. Das heißt, wenn schon Dateien drin sind, die umgekehrte oder kaputte hier Zeilenenden hat, dann muss man das nochmal separat umstellen. Also irgendwie DOS to Unix oder was das ist, halt eben umstellen. Das muss man also zusätzlich nochmal machen, sondern nur die geänderten passiert dann halt. Es kommen keine neuen mehr rein, die alten muss man sich extra nochmal drum kümmern. Genau. Weitere blöde Ideen, und damit kommen wir schon fast zum Ende. Remote Branches so benennen wie lokale Branches ist immer eine schlechte Idee. Remote Branches heißen meistens dann irgendwie Origin/Master oder sowas. Und wenn man dann einen lokalen Branch hat, der kein Remote Branch ist, der Origin/Master hat, ist das total verwirrend. Möchte man nicht tun. Was ich auch mal einmal hatte ist, das war auch einer, der relativ frisch angefangen hat mit Git, der hatte dann einen Branch, Local Branch. Der sagte mir, ja, ich habe meinen Local Branch gepusht. Ich so, hä? Der hat seinen Branch Local genannt und hat ihn dann gepusht. Und dann, okay, aber dann ist das ja nicht mehr lokal, weil dann ist er auf dem Server.
Das war total verwirrend. Also nee, nicht so komische Namen nennen. Was auch schlecht ist, wenn man mitten in einem Rebase-Vorgang ist, ohne es zu merken. Weil wenn man einen Rebase macht und da kommt ein Konflikt, dann muss man den Konflikt eben, wie so bei einem Merge-Konflikt, halt eben korrigieren. Und dann muss man weitermachen im Rebase machen, weil er dann die nächsten Commits nachzieht. Wenn man das aber nicht merkt, dass man in einem Rebase-Vorgang ist, dann vergisst man hinterher, dass da noch irgendwelche Commits drin sind und macht dann erstmal weiter und hat da plötzlich noch irgendwelche neuen Commits mittendrin. Will man auch nicht. Was dagegen hilft, ist, zumindest bei mir, nutze ich Liquid Prompt. Damit sehe ich dann immer sofort, in welchem Zustand mein Repository ist. Weil einige haben vielleicht hier schon gesehen, sieht man jetzt hier, ich bin jetzt im Master Branch, dann plus 1 und minus 0, weil ich eben, so, nee. Ach, das ist jetzt zu groß. Das sehe ich jetzt hier, in welchem Zustand das Repository ist. Bin auf Master Branch, habe eine Zeile verändert und keine weggelöscht. Und wenn ich jetzt irgendwie git commit bla natürlich, dann sehe ich hier direkt auch, ich habe immer noch eine Sache, die ich nicht committed habe, also eine veränderte Datei, eine Veränderung. Ich habe auch noch einen Commit, den ich nicht gepusht habe. Und das ist dann relativ hilfreich, dann so, okay, ich habe doch nichts gepusht. Und wenn man dann irgendwie sowas wie Rebase macht und dann die ganze Historie verändert, dann steht da irgendwie minus 3 plus 2 in verschiedenen Farben, kann man ziemlich gut erkennen, wie das Ganze funktioniert. Und das Ganze heißt, ich muss mal Liquid, nips. Wird gar nicht mehr so stark weiterentwickelt. Das ist dieses Projekt Liquid Prompt. Einige kennen vielleicht irgendwie OMyZSH oder sowas. Das geht ein bisschen in die ähnliche Richtung. Das ist nicht nur was für Git, sondern halt generell für die Shell. Und da sind halt diverse Sachen drin, die dann halt das ganze Leben ein bisschen vereinfachen. Das kann ich nur empfehlen, das zu nutzen. Was ich auch schon mal gesehen habe, ist, dass Leute gemerged haben, in denen sie die einzelnen Dateien aus dem anderen Branch kopiert haben. Ich weiß nicht, wie man darauf kommt. Das habe ich hauptsächlich von Leuten gesehen, die vorher Subversion irgendwie genutzt haben, aber auch nicht verstanden haben. Weil da hat man ja teilweise die Branches ja nebeneinander auf dem Filesystem liegen. Und dann kopiert man einfach die Dateien darüber. Und es gibt ja den Git Merge-Befehl nicht umsonst, weil das macht das Ganze einfacher. Und da hat mich dann also ein Kollege von einer alten Arbeitsstelle nochmal angeschrieben und sagt dann so: Hast du schon mal gemerkt, dass Leute sowas tun? Ich so, nee, ich habe erstmal gar nicht verstanden, was er wollte. Nur da haben halt irgendwelche Leute so gemerged. Ich weiß nicht, wie man drauf kommt. Also Git Merge ist immer eine Hilfe. Aber was ich auch mal gesehen habe, ist, da hat er dann einen Merge gemacht, indem man jeden Commit aus einem anderen Branch gecherrypickt hat. Kann man machen, ist nur total umständlich. Also auch eine schlechte Idee. Nicht baubare und ausführbare Commits, jetzt in Softwareprojekten vor allem, ist es halt hilfreich zu wissen, dass jeder Commit auch sich kompilieren lässt, also der Code, der da drin ist, um eben sowas wie Git Bisect auszuführen. Weil wenn man ein Projekt hat, und Git Bisect hatte ich ja kurz erwähnt, ist, der geht halt entsprechend über jeden Commit und, nicht über jeden, aber eine binäre Suche über das Projekt und kompiliert das Ganze, wenn es was zu kompilieren geht, oder führt das halt aus und führt halt die Tests aus. Und wenn das nicht ausführbar ist, dann kann man den Test halt nicht ausführen und das ist ein bisschen blöd. Also deswegen immer darauf achten, dass es relativ funktionsfähig bleibt, auch zwischen den Commits. Ist manchmal ein bisschen anstrengend, muss man halt entsprechend gucken. Und das war es eigentlich auch schon. Gibt es Fragen oder andere schlechte Ideen? Ja. Ja, da kommt ein Mikrofon. Ja, genau. Also meine Frage wäre, ob du sowas kennst wie so ein Simple Git, quasi so ein Aufsatz, dass das Ganze, also ich meine dieses Konzept mit, ich habe jetzt hier diesen Branch und ich muss ja adden, committen, dann pushen und mein lokaler Branch ist mit dem Remote Branch assoziiert, das versteht man nicht in 2 Minuten. Ja. Und wir hatten halt bei uns an der Uni in so Programmiervorlesungen, sind wir irgendwann von SVN auf Git umgestiegen, so rum. Ja. Und das war dann ein bisschen schwierig, weil wir hatten dann GitLab und dann hatten wir da teilweise Leute, die haben dann 17 Dateien übers WebUI einzeln hochgeladen. Das waren dann 17 Commits. Ich kenne das. So Masterstudenten, Stories, also denkt das man, die können haben was. Nein. weit über die Hälfte aller Gruppen so gemacht. Ja. Bis zum Ende vom Semester. Ich weiß nicht, wie die das durchgehalten haben.
Weißt du, ob es da irgendwie so eine Art Wrapper gibt, irgendwie so ein Projekt, wo man dann halt, dass einem das Add und Commit, was dann so ein bisschen mehr SVN fühlt. Ich sag nicht, dass das gut ist, aber es wäre vielleicht, ist es besser, als die alle einzeln hochzuladen. Ich wüsste jetzt nicht, wie man es vereinfachen kann. Also es gibt teilweise irgendwelche Sachen, wo sie dann halt Alias ersetzen, um die Befehle ein bisschen einfacher zu gestalten. Aber weil was das Problem bei Git ist, um das zu verstehen, ist, dieses Objektmodell, was ich halt zwischenzeitlich versucht habe zu erklären, was hoffentlich so leicht klar geworden ist, wie das funktioniert, wurde halt darauf aufgebaut. Man hat halt erstmal dieses Objektmodell gebaut und dann so, okay, so nicht doppelt zu speichern und immer die Datei zu komprimieren und reinzupacken. Und haben drumherum dann die Commits, die Befehle gebaut. Und deswegen hat man halt, manche Befehle machen halt nicht so viel Sinn, weil wenn man zum Beispiel einen Branch pusht und den löscht, beziehungsweise Branch pusht, also dann geht Push, Branch irgendwas. Wenn man aber einen Branch löschen will, dann pusht man mit minus minus delete zum Beispiel, was halt irgendwie so, irgendwie komisch klingt halt, ne? Das ist halt nicht so intuitiv. Also so wirklich kenne ich da jetzt auch nichts, aber ich kann denen ein Buch empfehlen. Ich wollte noch kurz was dazu ergänzen. Also ich glaube, es ist auch nicht unbedingt zielführend, wenn man das versucht, eine Software zu bauen, die dann sowas wie Git eben von der Usability irgendwie noch einfacher macht, weil eigentlich ist es einfach. Und wenn man versucht, die Komplexität zu verstecken, dann führt das wahrscheinlich dazu, dass derjenige es dann weiterhin nicht versteht, wie es funktioniert und dann später einen Fehler macht, der gravierend ist. Ja. Also wenn, dann sollte man es halt schon ordentlich verstehen. Also das Problem mit dem, wir schieben was über das Git-Interface hoch, hatte ich auch schon die Diskussion. Da meinte auch einer so, wir sollten doch Dropbox verwenden, das wäre doch viel einfacher. Aber da kommt man nicht mit irgendwelchen Tools drum. Also es ist mehr so ein technisches Problem, um soziale Probleme zu lösen schon fast. Und das ist dann immer so ein bisschen schwierig. Ich hätte auf die Frage noch den Antwortvorschlag, dass bei Git ja schon mitgeliefert ist in dieses Programm, was sich Git GUI nennt, mit dem man auch Einzelhangs sogar markieren und stagen kann und dann den Stage committen kann. Das kann man sich als lokales User-Interface, um Commit zusammenzustellen, für Anfänger durchaus mal anschauen. Ich finde das recht hilfreich, wenn man keine esoterischen Wünsche hat. Ja, Git GUI ist auch eher das, was ich meistens, wenn ich es mal brauche, verwende, ist nicht auf Deutsch. Ich glaube, das ist klar geworden. Ich wollte es nur noch mal gesagt haben. Gibt es noch Fragen oder andere blöde Ideen? Ich habe mal in einem Vortrag, ist das Ding an? Ja. Ja. Ich habe mal in einem Vortrag gehört, man sollte auf gar keinen Fall Gitflow verwenden. Ist das jetzt eine richtige Aussage oder eine falsche oder eine vollkommen egal Aussage? Darüber könnte ich jetzt noch einen weiteren Vortrag machen. Es kommt drauf an. Ich habe noch 5 Minuten. Also es kommt darauf an, also die einen nennen Git Flow Jugend forked. Ich nutze, also ich finde immer Git Flow, bis man GitHub Flow, was ja Hand in Hand geht, eigentlich ganz, ganz gut, eben mit Reviews und sonst was, also mit Pull Requests oder Zielbegehren zu arbeiten. Und ich meine, gut, ist halt letztendlich nur eine Geschmacksfrage, weil so ganz viele, je nachdem wie groß das Repository auch ist, um es mal so ein bisschen genauer zu beantworten, ist, weil wenn man, ich hatte mal, wenn man zum Beispiel in so einem Riesenrepos auf GitHub irgendwie guckt, wie Docker oder irgendwie sonst was, wo halt ganz viele drin sind, wenn man sich die Historie anguckt, dann steht da halt Merge Branch, bla, und dann ist ein normaler Commit und dann Merge Branch. Weil die haben halt so viele Merges pro Tag, dass gefühlt die halbe Historie nur Merge-Commits sind. Und dann ist die Historie wieder sehr schlecht lesbar. Wo ich dann wieder schon fast sage, okay, dann ist ein Merge mit einem Rebase halt besser. Also ein Rebase zu machen, indem man die Änderungen dann einfach einzelnen Commit dann übernimmt, schon fast besser. Kommt immer drauf an. Gibt diverse Vor- und Nachteile. Aber vielleicht mache ich nächstes Jahr darüber mal einen Vortrag. Da hinten noch einer. Weitere blöde Ideen. Ja. Dinge versuchen zu rebasen, die Merges haben. Ja. Explodiert sehr schön. Genau. Stimmt, das hätte ich noch erwähnen können. Ja, guter Hinweis. Da vorne noch? Da vorne irgendwo dritte Reihe? Also ich hatte da letztens auch noch
eine schlechte Idee bei ein paar Freunden. Und zwar, wenn man mit Linux und Windows zusammenarbeitet, also Kollegen hat, die Windows benutzen und man benutzt selber Linux, einen Branch pushen, der den gleichen Namen hat, aber unterschiedliches Casing. Das geht nämlich auf... Das geht bei Windows nämlich direkt beim Fett schon kaputt. Ja. Auf die Idee bin ich auch noch nicht gekommen. Genau, ansonsten gibt es da vorne noch eine letzte blöde Idee: Liquid Prompt bei Microsoft einführen. Ja, das kann auch ein bisschen dauern. Genau, ansonsten, ich glaube, das war nichts. Ich bin hier noch ein bisschen da und gleich ist ja noch ein Git-Vortrag. Da werde ich mir auch mal sitzen, vielleicht lerne ich ja was. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.